zwei Geraden in Parameterform mit völlig verschiedenen Zahlen und die Frage, wie liegen die beiden Geraden zueinander und vor allem, sind die beiden jetzt vielleicht identisch? Na, schauen wir uns das mal an und zwar am besten gleich im R3. Ich habe hier einen Punkt P, der hat die Koordinaten minus 2, 2, 1. Man sieht das auch recht schön, hier ist die x-Achse, also minus 2 in x-Richtung, plus 2 in y-Richtung und 1 in z-Richtung. Und von diesem Punkt weg, hier ist er noch einmal, minus 2, 2, 1, gibt es jetzt eine Gerade und die Gerade hat die Richtung 4, minus 5, minus 2. Also das ist der Richtungsvektor. Ich schalte sie mal sichtbar. So, man kann sich recht schön anschauen, wie diese Gerade hier im Koordinatensystem liegt. Diese graue Fläche ist die XY-Ebene, also das hier ist die Z-Achse. So, gut, okay. Das ist mal hier die erste Gerade. Und jetzt, wie sieht die zweite Gerade aus? Die zweite Gerade geht durch den Punkt Q. 0, minus 3, minus 1 sind die Koordinaten. Hier nochmal. Und der Richtungsvektor ist minus 8, 10 und 4. Gut, das ist jetzt etwas plump, aber es ist meistens so, weil, wenn man sich das ansieht, das ist ja genau derselbe Richtungsvektor wie oben. Er ist nur verdoppelt worden und mal minus 1 gerechnet. Also aus 4 wird minus 8. Aus minus 5 wird 10, aus minus 2 wird 4. Das bedeutet, der Richtungsvektor da unten ist parallel zu dem da oben. Er ist halt doppelt so lang und die Pfeilspitze zeigt, wegen mal minus 1, in die andere Richtung. Aber das sagt dir schon mal, dass die beiden Geraden G und H auf jeden Fall parallel sind. Schauen wir uns das mal an. Hier ist der Punkt Q und wenn ich die Gerade sichtbar schalte, sieht man, die Gerade ist parallel. Ja, man kann sich das hier in allen möglichen Ansichten ansehen. Ja, sehr schön zu sehen, die beiden Geraden sind parallel. Was bedeutet das praktisch? Das bedeutet, dass du schon am Richtungsvektor sehen kannst, ob zwei Geraden parallel sind oder nicht. Ja, aber jetzt könnte ja rein theoretisch der Punkt Q, ja, wo sieht man ihn schön? Ja, ist ziemlich egal. Hier. Der Punkt Q zufälligerweise auf der orangen Gerade, ja, die orange Gerade ist die Gerade G. Ja, also das ist die Gerade H, das ist die Gerade G. Könnte der Punkt Q hier drauf liegen, dann wären die Geraden ja parallel. Schauen wir uns das mal an. Ich habe mir das vorher schon ausgerechnet. Wenn ich jetzt bei diesem Punkt die x-Koordinate in 2 ändern, dann liegen beide Punkte auf derselben Gerade. Dann sind die Geraden nicht nur parallel, sondern sogar identisch. Die Frage ist, wie kann man das erkennen? Nun, schaut euch mal diese beiden Punkte P und Q an. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vektor zwischen P und Q nehme, also ich nehme einen Vektor vom Punkt der einen Gerade, zum Punkt der anderen Geraden. Der wird jetzt hier sichtbar. Ja, schauen wir uns das mal an. Dann geht ja dieser Vektor von P nach Q von der einen Geraden G weg und irgendwie so schräg rüber zur anderen Gerade H. Also wenn der irgendwie so in einem Winkel hier abzweigt, dann wissen wir hundertprozentig, die beiden Geraden können nicht identisch sein. Weil der Punkt P und der Punkt Q, ja, wenn man die verbindet, kriege ich hier da so einen Winkel. Und wenn ich jetzt die Koordinate vom Punkt Q nochmal so ändere, dass beide Punkte auf derselben Geraden liegen, dann liegt der Vektor zwischen P und Q genau in dieser Gerade drinnen. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Vektor von P nach Q auch ein Richtungsvektor der Geraden ist. Und jetzt vergleicht mal hier. Der Vektor von P nach Q hat die Koordinaten 4, minus 5, minus 2. Und jetzt schaut euch mal die Richtungsvektoren an. Der ist parallel
in dem Fall sogar von den Zahlen her absolut identisch zu einem von den beiden Richtungsvektoren. Und damit habe ich jetzt ein wunderbares Kriterium, um zu entscheiden, ob zwei parallele Geraden parallel und einen Abstand, also parallel sind und einen Abstand voneinander haben, oder ob sie parallel und sogar identisch sind. Ich nehme mir die beiden Punkte, ja, ich habe von jeder Gerade einen Punkt gegeben, nehme mir jetzt diesen beiden Punkte und bilde den Vektor von einem Punkt zum anderen. Die Reihenfolge ist dabei egal. Und dann kommt hier ein Vektor raus, und wenn dieser Vektor auch parallel ist zu diesen beiden Richtungsvektoren, wenn ich also nur mehr parallele Vektoren habe, bedeutet das, dass P und Q auf derselben Geraden liegen müssen, und das bedeutet dann wieder, dass die beiden Geraden, die hier oben in der Angabe stehen, identisch sind. Ist das nicht der Fall, weiß ich, sie sind auf jeden Fall parallel, weil mir das die Richtungsvektoren sagen, aber sie sind dann nicht identisch. Es geht eigentlich relativ einfach. Im nächsten Video erkläre ich noch die theoretischen Grundlagen dazu, die man braucht, um die Prüfungsbeispiele richtig ankreuzen zu können.